Yannick Jürgen, Glückwunsch zum 2:2 zum Punktgewinn. Wie zufrieden bist du am Ende mit dem Remis? Ja, zufrieden, weil wir zweimal zurückgekommen sind. Das haben wir wirklich gut gemacht, gute Moral bewiesen. Ärgerlich ist natürlich, die hatten 2-3 Chancen. In der ersten Halbzeit hatten sie noch einen. Ansonsten eine zweite Gegentor war natürlich bitter. Sebi will ihn klären, schießt einen Yannick Bünke an und der mir durch die Beine. Also das war ein Ping-Pong-Tor. Das war leider nicht so dolle, aber wir hatten danach weiter gute Chancen. Maxi Schemer noch alleine auf dem Torwart. Den hier Torwart, der Kotziol, hat auch 2-3 Mal sehr gut gehalten, muss man sagen. Hält sie im Spiel. Ansonsten hätten wir hier auch gewinnen können. Ihr seid zweimal zurückgekommen, wie du schon sagtest, habt Moral bewiesen, auch direkt in der Anfangsphase, als ihr in Rückstand geraten seid, habt ihr nicht aufgegeben. War das dann schon auch ein Mutmacher, dass ihr die letzten Wochen wieder die starken Leistungen quasi bestätigt habt, hier in der Scheife? Ja, absolut. Wir glauben jetzt daran, wie wir Fußball spielen, machen das auch sehr gut. Ist halt ärgerlich, wenn dann nicht für einen Sieg reicht, aber wir sind auf einem guten Weg und müssen genauso weitermachen.